Herzlich willkommen hier aus Gent, aus Belgien, zum Champions League Achtelfinale, zum Hinspiel zwischen der Überraschungsmannschaft KA Gent und dem VfL Wolfsburg. Ja, heute erwarten wir ein packendes Spiel, denn heute spielt so die Überraschungsmannschaft der Champions League, kann man schon sagen. Der aktuell amtierende belgische Meister KA Gent heute gegen den VfL Wolfsburg. Den amtierenden deutschen Pokalsieger. Ja, es wird ein spannendes Ding werden, glauben die meisten Experten, weil KA Gent hat ja in der Gruppenphase zum Beispiel Olympique Lyon und den FC Valencia hinter sich gelassen und das ist schon aller Ehren wert. Und hier schauen wir jetzt erstmal auf die Aufstellung von Gent. Im Tor haben sie Sels, dann Nielsen mit Asare und Mitrovic in der Verteidigung. Und ich muss sagen, von Gent habe ich bis jetzt noch nicht so viel gehört. Die haben mich vor dem Spiel natürlich ein bisschen erkundigt und die sind belgischer Meister letzte Saison geworden. Und ja, hier sehen wir jetzt auf jeden Fall die Aufstellung vom VfL Wolfsburg. Die haben auch richtig gut in der Gruppenphase gespielt, haben da Manchester United rausgeschossen. Vorne Max Kruse, links André Schürrle, rechts Werinier, Julian Draxler zentral dahinter. Und dann vor der Abwehr Maxi Arnold mit Luis Gustavo, im Tor natürlich Benaglio. Wir freuen uns heute auf ein spannendes Spiel im Hinspiel der Champions League. Rückspiel gibt es dann in zwei Wochen, müsste es glaube ich sein. Und ihr könnt mir eure Tipps in die Kommentare schreiben, was denn ihr denkt, wie dieses Spiel wirklich gerade ausgehen wird. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie das ausgeht. Also das war jetzt echt ein komplett offenes Ding für mich. Ich weiß nicht, wie gut Gent ist, aber das werden wir vielleicht heute sehen. So, hier sind wir die mitgereisten Wolfsburg-Fans. Sie haben auch einen langen Weg hinter sich bis nach Belgien. Jetzt gehen wir auf jeden Fall los. Und jetzt ist hier Anstoß in Gent. Anstoß zum Champions League Achtelfinal-Hinspiel zwischen KA Gent und dem VfL Wolfsburg. Klar, der VfL hat den Favoritenstatus. Sie haben die Gruppenphase extrem gut beherrscht. Da haben sie Manchester United rausgeschmissen und sind Gruppensieger geworden. Und das ist schon alle Ehrenwert in so einer starken Gruppe. Und es gibt direkt die erste Chance für den VfL über André Schürrle. Schürrle probiert es hier, bleibt aber erstmal im Gegenspieler hängen und dann holt er zumindest nur den Eckball raus. Gut gemacht von Schürrle, vierte Minute, erster Eckball im Spiel für den VfL Wolfsburg. So, Gent sortiert sich hinten und jetzt natürlich die Chance für Wolfsburg über Rodriguez. Bringt den Eckball auf Max Kruse, Kruse wird allerdings dann attackiert. Das ist ein André Schürrle. Schürrle am Rand des 16ers, jetzt André Schürrle, was macht er daraus? Schürrle immer noch am Ball, wird nicht richtig angegriffen. Jetzt Christian Tresch. Weiter geht es wieder zu Schürrle. Jetzt zu Julian Draxler. Ah, da kommt dieser Ball nicht an. Und jetzt fällt Gent mit der Konterchance, aber Rodriguez aufs erste Mal dazwischen. Trotzdem bleibt hier Gent am Drücker. Aber André Schürrle, er kämpft hier den Ball wieder zurück. Und weiter geht es über Luis Gustavo. Gustavo außen ist wieder André Schürrle auf dem Weg nach vorne. Und er zieht es an. Schürrle mit der Flanke in die Mitte. Das ist Max Kruse. Aber der Verteidiger kann vor Kruse klären. Nächster Eckball für den VfL Wolfsburg. Nächste Gefahr hier für das Tor von KA Gent. So, da ist Naldo mit vorne. Mal schauen, ob wir den vielleicht finden. Das wäre natürlich Bombe. So, Ecke kommt. Da ist Werinier. Schiri pfeift ab. Foulspiel von Werinier. Kommt da ein bisschen unfair ran in den Zweikampf. Deswegen Freistoß für die Heimmannschaft, für Gent. So, Sels lässt sich ein bisschen Zeit. Aber jetzt den Ball in Richtung Hälfte von Wolfsburg. Aber die Wölfe kommen sofort zurück. Klar, Wolfsburg weiß, sie wollen hier unbedingt das Auswärtstor schießen. Das ist so extrem wichtig, Auswärtstor. Und jetzt Werinier. Nächste Chance. Nächste Flanke wieder mit Max. Julian Draxler war diesmal in der Mitte. Aber auch dieser kommt an diese Flanke nicht dran. Dritte Eckball im Spiel. 12 Minuten sind gespielt. Und wieder eine neue Variante. Diesmal die kurze Variante. Da kommt Werinier. Da ist Julian Draxler. Draxler, nächster Kopfball. Wieder kein Problem für Sels im Tor von Gent. Also man merkt schon die Richtung, in die Wolfsburg dieses Spiel drücken will. Wolfsburg macht bis jetzt einen sehr offensiven Eindruck. Und der nächste Ballverlust hier von Gent. Die kommen bis jetzt noch gar nicht ins Spiel rein. Klar, es ist David gegen Goliath, das muss man so sagen. Aber Gent wird auf jeden Fall seine Chancen bekommen. Und dann im Idealfall auch für Gent nutzen. Aber mal schauen, wie das so weitergeht. So, hier jetzt auch schon ein bisschen Unsicherheit in der eigenen Abwehr. Dann geht der Ball jetzt auf die linke Seite. Aber man sieht schon, Wolfsburg ist einfach viel besser im Spiel bis jetzt drin. Sie haben einfach den Fluss gefunden und die nächste Chance kommt über Maxi Arnold. Der sieht mit der Ricardo Rodriguez. Rodriguez, auch er ist jetzt schon mit vorne, Rodriguez. Aber es klappt noch nicht so ganz. 19 Minuten sind rum. Der VfL dominiert
extrem, aber jetzt will er mal die Konterchance über Milicevic. Milicevic, Tim Klose muss er hinterher, jetzt vielleicht die Chance für Gent. Die Flanke geht in die Mitte rein, kommt an und dann ist ein Spieler dran auf der linken Seite. Und jetzt gibt es den ersten Eckball für Gent, weil da ein Wolfsburger die Hereingabe geblockt hat. Und nach 22 Minuten jetzt ja nicht mal die erste Strafraumszene für den Gastgeber. So, Kums bringt die Ecke weit rein. Der kommt aufs Tor und oh, gut gemacht von Diego Benaglio. Hält den Ball sicher fest und ab geht's über Tim Klose. Der ist die andere Schölle. Jetzt vielleicht mal die Chance. Gent ist jetzt ein bisschen weiter aufgerückt, aber steht sehr gut. Lässt da momentan noch keinen Konter zu. Weiter geht's über Luis Gustavo. Gustavo, der sieht andere Schölle. Schölle, zieh es mal in die Mitte rein. Schölle, wenn sie da durchsetzen. Foulspiel an Schölle. Freistoß gibt es für den VfL. So, wollen wir den Schnellmann? Ja, wollen wir Schnellmann. Da ist Maxi Arnold. So, jetzt Maxi Arnold. Wohin? Ah, will den Pass in die Mitte versuchen. War sehr riskant. Und leitet jetzt auch die Konterchance an. Da verspringt ihn der Ball. Da verspringt Simon der Ball. Und jetzt wäre ihn ja. Ah, kommt nicht vorbei an Neto. Gent steigert sich jetzt ein bisschen rein in dieses Spiel. Versucht jetzt endlich mal dagegen zu halten. Nach knapp einer halben Stunde. Wenn sie das so weitergemacht hätten wie bisher, dann hätte Wolfsburg früher oder später getroffen. Jetzt gibt es die nächste Chance. Aber dann wieder der Fehlpass. Foulspiel an Rodriguez. Freistoß gibt es für den VfL. Ganz, ganz klare Angelegenheit. Und jetzt Rodriguez mit dem Freistoß zu André Schölle. Schölle. Schölle, Schölle. Ah, da lässt es sich ein bisschen zu leicht vom Ball trennen. Wollte, dass Rodriguez da mitläuft. Hat er nicht so verstanden. Missverständnis hier. Und jetzt sofort wieder Gent im Angriff. Aber Tim Klose. Wolfsburg lässt hinten aber auch rein gar nichts heute zu. Die stehen dahin so gut und die nächste Chance kommt über Viarinha. Viarinha will sich hier durchsetzen im Zweikampf, verliert aber auch den Ball. Mittlerweile ein bisschen mehr zerfahren. Es spielt viele Zweikämpfe, viele Ballverluste. Und jetzt Viarinha im Laufduell hier, kann sie nicht behaupten. Und das war ein Foulspiel. Das war ein Foulspiel, da hat Viarinha seinen Gegner mal ordentlich auf die Hörner genommen. Und es gibt eine Ermahnung. Nein, es gibt sogar eine Karte. Was? Das ist eine gelbe Karte. Also das ist ein bisschen überhart für meine Begriffe, dass Viarinha hierfür eine gelbe Karte sieht. Klar, er schiebt ihn zwar weg, aber das ist jetzt nicht unbedingt gelb. Da musste er halt irgendwie bremsen und hat halt die Gegenspieler als Bremsbock genommen. Freistoß ist auf jeden Fall für Gent. Kurz ausgeführt, Schölle drückt, holt sie den Ball, fehlt hier von Gent. Das ist aber auch ein Gelb. Das muss aber jetzt auch gelb sein. Das muss auch gelb sein. Schölle von den Beinen geholt. Und auch er sieht die gelbe Karte. Ja, das geht absolut in Ordnung. Fouquet, Thomas Fouquet. Sieht hier auch gelb. So, erste Halbzeit ist fast vorbei. Steht immer noch 0:0. Der Sturmlauf von Wolfsburg ist ein bisschen versiegt, weil Gent mittlerweile dagegen hält. Aber trotzdem der VfL immer noch überlegen. Christian Tresch, nächste Chance. Draxler im Sessel. Julian Draxler und da ist es endlich. Julian Draxler macht hier die Führung für den VfL Wolfsburg. Das sieht Tresch, den Draxler, und er setzt sich durch, schließt ab. Und der Torwart, ja, der ist schwer zu halten natürlich. Und Julian Draxler macht hier die Führung für den VfL Wolfsburg. Dann klappt es doch noch knapp vor der Halbzeitpause. Und es ist Julian Draxler, der hier den VfL in Führung schießt. Klasse gemacht von Draxler, 42. Minute. Wolfsburg führt. Das kommt nicht aus dem Nichts. Sie haben sich wirklich das Ding hier verdient. Die ersten Chancen gingen leider nicht rein. Aber jetzt klappt es dann doch endlich. Und da ist auch das extrem wichtige Auswärtstor natürlich. Und die extrem wichtige Führung. Jetzt muss Gent natürlich dagegen. Hat die Flanke, kommt in die Mitte rein. Benaglio auf Nummer 4 gegangen. Und da kommt der Abschluss. Und was für ein geiles Ding. Gent macht hier den postwendenden Ausgleich. Was für ein Hammerschuss hier. Die Flanke ist gut. Benaglio, der muss ja eigentlich nicht hingehen. Und dann nimmt er sich ein Herz. Wolle aus 30 Meter mit Direktabnahme. Tim Klose kommt nicht hin. Benaglio ist geschlagen. Ausgleich für Gent. Was für ein crazy geiles Tor. Und dann hämmert er den Ball einfach mal eiskalt rein. Als wäre es nichts Besonderes. Und er zieht einfach mal voll ab. Renato Neto mit dem Ausgleich für Gent. Also das ist echt
verrückte Schlussphase dieser ersten Halbzeit. Wolfsburg macht die Führung. Und was für ein Sensationsausgleich von Gent. Ja, Gent ist nicht zu unterschätzen. So ein Sensationsding, aber jetzt nochmal aufpassen für Gent. Julian Draxler nun auf dem Weg nach vorne. Da ist Luis Gustavo. Gustavo! Nochmal mit dem Torabschluss. Verfehlt allerdings das Tor von Gent. Dann doch deutlich. Und hier nochmal das Sensationstor. Renato Neto. Hämmer drauf. Ja, da wäre fast Tim Klose noch rangekommen. Da muss er sich noch ein bisschen mehr Haare wachsen lassen. Dann kommt er das nächste Mal dran. So, was machen wir denn hier draus? Ich würde sagen mal direkt. Ricardo Rodriguez. Oh, da ist Gustavo mit vorne. Der Torwart geht auf einmal sicher. Faust den Ball erstmal raus. Konterchance jetzt für Gent. Und da sind sie offen. Milisevic. Milisevic. Jetzt muss Benaglio raus. Benaglio kommt gegen Milisevic. Benaglio. Glanzhaft. Also hier geht es jetzt um richtig zu sein. Hier ist jetzt kein Abtasten mehr und jetzt ist auf jeden Fall Halbzeit hier. Was waren denn diese letzten 5 Minuten vor der Halbzeitpause los? Führung Wolfsburg, Ausgleich, Gent, hundertprozentige Chance für Gent. Also hier ist echt was geboten. Wir freuen uns auf eine spannende zweite Halbzeit. Und hoffen eben noch ein paar mehr Tore. Also bis jetzt ist echt hier Highlife, würde ich sagen. Wirklich geiles Spiel. Und mal schauen, was die zweite Halbzeit so bereithält. Und da gehen wir direkt rein. Halbzeit Nummer 2. Anschluss gibt es für den VfL Wolfsburg. Es steht 1:1 zwischen dem belgischen Meister K. Gent und dem VfL. Hier im Halbfinale, im Achtelfinale der Champions League im Hinspiel. Ja, ordentliches Spiel zum Ende der ersten Halbzeit hin. Gent hat ziemlich gut auf diesen Rückstand reagiert, haben direkt den Postwärter ausgehalten und hätten sogar fast die Chance gehabt, das Ding hier zu drehen. So, aber jetzt wieder der VfL Wolfsburg über André Schürrle. Schürrle in der Mitte ist Maxi Arnold. Maxi Arnold! Führung Wolfsburg! Und es geht komplett verrückt weiter. 49. Minute. Wolfsburg geht hier wieder in Führung. Da sieht Draxler aus, den André Schürrle. Und der mit der direkten Flanke. Und Maxi Arnold hat viel zu viel Platz da in der Mitte. Und die verrückte... das verrückte Theater geht hier und heute weiter. Wolfsburg macht das nächste Tor. Und da feiern sie die mitgereisten Fans vom VfL. 2:1. Wolfsburg geht hier wieder in Führung. Verrückte Nummer am heutigen Tage. So, jetzt sind wir mal gespannt. Wenn wir die Halbzeitpause wegrechnen, dann haben wir hier 3 Tore in 7 Minuten gesehen. Und Wolfsburg macht weiter den Dampf. Kommt Gent nochmal so gut zurück. Jetzt Gustavos Pass bleibt leider in der Verteidigung hängen bei Gent. Und die kommen. Über Kums. Aber Luis Gustavo stört da energisch. Holt sie die nächste Mal und Gustavo. Gustavo bleibt am Drücken. Wer sieht der Max Kruse? Nächste Chance für den VfL. Max Kruse mit der Flanke. Da ist Draxler und hinten wäre Verinha gewesen. Aber der ist weggelaufen vom Ball. 54. Minute. Nächste ganz große Chance für die Wölfe. So, jetzt Einwurf. Da ist Christian Tresch mit der Flanke. Und da ist leider Max Kruse zu weit weg vom Ball. Als er also dieses Kopfball gewinnen kann. Aber Luis Gustavo ist ja. Jetzt Luis Gustavo mit dem Schuss. Der von der Abwehr souverän geblockt wird. Und jetzt wieder Wolfsburg am Drücker. Wolfsburg macht jetzt wieder ein bärenstarkes Spiel. Aber Achtung, Gent ist auf jeden Fall in der Lage, den Ausgleich noch zu machen. Luis Gustavo, nächste Chance, kommt nicht ran. Dann kommt ein Foulspiel. Und es kommt die Konterchance für Gent. Über Simon. Weiter geht's zu Kums. Der nimmt Neto mit. Und er sieht Milisevic. Der Hau. Gefährliche Hereingabe. Und dann muss hier Benaglio in höchster Not den Ball weghauen. Und ab geht's in die andere Richtung. Draxler verliert hier zwar den Ball. Und dann will zwar Maxi Arnold nachsetzen. Fehlpass. Und wieder Gent auf dem Weg Richtung Benaglio. So, Simon mit der Flanke. Naldo kann sich dann nicht durchsetzen. Und den Ball lassen wir weg. Und wieder die nächste Chance. Max Kruse. Luis Gustavo und Verinha. Wieder versucht der VfL hier zu kontern. Jetzt Max Kruse, der steht gut, der steht sehr gut und kommt hier aber nicht. Entscheidend im Kopfball zum Ball. Riesenchance, die nächste für den VfL Wolfsburg. Der Torschütze geht raus bei Gent. Renato Neto geht. Was für ein verrücktes Spiel. Also hier ist echt was geboten. Wer hier Tickets hat und es war sogar, ja schade, wir waren sogar als Letzter am Ball. Ich hab gehofft, dass der Gegenspiel vielleicht nur irgendwie dran war, aber dem war nicht so. So, Abschlag ausgeführt, Gent schnappt den Ball und kommt über Kums. Kums, stark gemacht hier von Draxler, aber Gent bleibt am Drücker. Nächste Chance hier nochmal abgelegt. Nochmal die Riesenchance und Benaglio! Benaglio
hält den Unhaltbaren. Da macht sich Benaglio riesig wie ein Bär und hält diesen Ball grandios. So, nächster Wechsel. Raman kommt, Simon muss raus. Wolfsburg bis jetzt noch ohne Wechsel. Es läuft ja bis jetzt eigentlich ganz gut. So, nächste Ecke. Kommt zentral rein, Benaglio hier zur Stelle. Und will natürlich jetzt den Konter einleiten und zieht natürlich André Schürrle. So, Schürrle legt sich den Ball erstmal vor. André Schürrle, Julian Draxler sind dabei und Max Kruse. Konterchance für den VfL. Schürrle, weiter geht's zu Kruse. Der kommt aber nicht ran. Und Gent wird hier aber hart attackiert. Und sie probieren den nächsten Angriff aufzubauen. Über Van der Bruggen. Ball geht weiter zu Kums. Kums ab nach vorne den Ball geschlagen. Und jetzt Milisevic am Ball. Weiter geht's zu Raman. Raman kommt nicht durch. Oh, gefährlicher Pass, aber Gustavo kommt dran. Und dann kommt der Fehlpass und wieder Gent mit der nächsten Chance. Wieder hart attackiert hier. Aber Gent macht das gut, macht das gut. Spiel gut durch und Benaglio. Benaglio hält ihn hier fest. Im Nachfassen hat er dann auch hier zugepackt. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter Foulspiel gegen Gent. Freistoß gibt's für uns. Und hier sehen wir, Maton kommt für Deschagere. Freistoß jetzt für den VfL. 18 Minuten sind es noch, plus ein bisschen Nachspielzeit. Gent drückt jetzt auch noch mit ordentlich auf die Tube. Wir müssen auf den Konter warten. Das wäre jetzt natürlich nur die entscheidende Aktion. So, und jetzt Max Kruse. Er hat jetzt noch ein bisschen Platz. Kruse im Selz. Max Kruse! Klasse pariert von Selz im Tor bei Gent. Stark durchgesetzt von Max Kruse. Und den Helder bravourös kann zum Eckball parieren. Nächste Ecke für den VfL. Müsste, glaube ich, die fünfte oder sechste mittlerweile sein. So, mal schauen, ob wir diesen Naldo finden. Rodriguez, Ecke kommt. Da ist wieder Verinha und Naldo. Wird das schnell geblockt. Und es müsste Einwurf geben. Jawohl, gibt Einwurf für den VfL. So, wo bietet sich jemand an? Da kommt auf jeden Fall schon mal Verinha. Da geht es zu Rodriguez. Ricardo Rodriguez legt vor für Luis Gustavo. Das ahnt der Verteidiger und schwupps ist der Ball weg. So, jetzt 15 Minuten noch. Gent wird hier nochmal alles versuchen, zumindest den Auslimit zu nehmen. Naldo schnappt sich den Ball. Und Wolfsburg im Angriff über Luis Gustavo. Gustavo in der Mitte. In der Mitte! Da kommt der Ball nicht an. Da wäre Max. Julian Draxler wäre da gewesen. Julian Draxler. Und dann kommt der letzte Ball nicht an. Gent geht da jetzt mal auf volles Risiko. Die schmeißen mal einiges nach vorne. Jetzt Draxler. Hart, harter Einsatz hier. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Nochmal die Chance für Gent. Im 16er. Die Grätsche kommt von Rodriguez. War fair, weiter geht's über Verinha. 10 Minuten noch. Beide Teams gehen hier nochmal voll drauf. Gent natürlich nochmal einen Tick mehr. Und dieser Ball war nix. Jetzt wieder Gent. Die drücken jetzt nochmal. Die wollen hier nochmal. Die wollen hier noch den Außen. Und das war ein heftiger Fehlpass. Jetzt Julian Draxler. Kann er den machen? Julian Draxler. Außen ist Maxi Arnold. Bekommt jetzt die Kugel. Maxi Arnold. Maxi Arnold. Maxi Arnold. Maxi Arnold. Ah, schade. So, jetzt nächste Chance hier für Gent. Milisevic. 6 Minuten noch. Die Flanke kommt nicht in die Mitte rein. Da ist Tim Klose hier zur Stelle. Fängt den Ball ab und jetzt André Schürrle. Die Fitness ist komplett am Ende. Wolfsburg hat nicht gewechselt. Und jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. So, nächste Chance. Verinha. Verinha. In der Mitte. Da starten sie, die Kollegen. Warum schade. Warum geht da Draxler nicht ran? War vielleicht im Abseits gestanden. So, 3 Minuten noch. Höchst interessantes Spiel am heutigen Tag. Echt wunderschön anzuschauen. Und jetzt Luis Gustavo. Nächster Angriff hier vom VfL. Nochmal durchgespielt. Nochmal die Chance für Draxler. Abgefälscht. Und nochmal gibt es Eckball für den VfL. Schöner Schuss. Und der Rücken rettet für Gent. So, nochmal Ecke. Jetzt mal Spezialvariante, Rodriguez sucht und findet er jemand. Oh, 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 das war jetzt nicht so gut. Wollte da eigentlich Max Kruse anspielen, ist ihm deutlich misslungen. Aber Gent, das ist ein bisschen zu langsam gespielt. Jetzt, ich glaube, jetzt fehlt ihnen ja auch die Kraft. Sie werden sich wohl oder übel jetzt mit dieser Niederlage anfreunden müssen. Außer sie schaffen hier noch in der letzten Minute ein Tor. Und sie kommen über Raman. Raman gegen Draxler im Laufduell. Draxler kann nicht mehr. Draxler packt die Grätsche aus. Draxler mit der Grätsche. Nachspielzeit läuft. Freistoß für Gent. Und es gibt mindestens gelb. Ja, die gelbe Karte für Julian Draxler. Und nochmal Freistoß. Gent hat jetzt nochmal die Chance, für Gefahr zu sorgen.
Draxler regt sie da auf, aber das soll er sich nicht aufregen. Hier sehen wir so mal ganz klare gelbe Karte. Sensor, die Gegenspiel kommt einfach nicht mehr hinterher. Und jetzt der Freistoß für Gent. Jetzt ist natürlich nur einiges geboten vor im 16er vom VfL. Freistoß geht in die Mitte rein. Benaglio auf Abwägen. Kommt aber ran. Und jetzt Ricardo Rodriguez, kriegt er den noch? Nein, der Ball ist im Aus. Und das Spiel ist aus! Der VfL Wolfsburg gewinnt in Gent mit 2:1. Aber es war ein unglaublich geiles Spiel am heutigen Tag. KA Gent hat nicht komplett abgelost. Sie haben sich stark verkauft. Und zum Schluss gewinnt der VfL mit verrückten Toren. Maxi Arnold hat ein Tor gemacht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit zum 2:1 Endstand. Ja, es war einiges geboten. Es hätten mehr Tore fallen können, aber wir sind zufrieden, dass Tore gefallen sind. Wie gesagt, schreibt mal eure Tipps unten in die Kommentare. Was denkt ihr, wie das ausgeht? Ich muss sagen, ich bin komplett... Ich habe keine Ahnung. Ich würd bei diesem Spiel echt keinen Tipp abgeben. Weil beide Teams... Gut, Wolfsburg ist momentan nicht schlecht drauf, aber Gent, ich weiß nichts über Gent. Ich traue ihnen alles zu. Und ich würde sagen, immer mal ein Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Spiel dann. Keine Ahnung, was es sein wird. Ich denke mal, ich schaue mal auf meine schlaue Liste. Ich denke mal, das wird Schalke gegen Donetsk sein. Gut, dann sehen wir uns bis dann wieder. Macht's gut, bleibt im Ball und bis zum nächsten Mal. Ciao.